Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Nerdzeitalter. Wir machen in unserem Space Engineers Let's Play genau da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, nämlich Entschuldigung, Frosch im Hals schon wieder. Nämlich da, wo wir aufgehört haben, wir haben unser Dropod mittlerweile umgedreht bekommen beim letzten Mal und wollen jetzt schauen, dass wir das irgendwie flugfähig kriegen. Naja, da ist schon wieder Landing Gear kaputt, was soll's. Wie ich euch schon gesagt habe, haben wir jetzt die Situation, dass wir nur nach oben fliegen können. Wir wollen aber eventuell auch ein bisschen nach vorne fliegen. Was wir aber tun können, das Ding ist relativ klein und leicht. Das heißt, das fliegt auch wunderbar, wenn es nur zwei Triebwerke nach oben hat. Also klauen wir uns mal gerade hier diese beiden Triebwerke und wollen die ein wenig umstellen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Platz. Besten da. Und dann können wir da jetzt ein Triebwerk einbauen. Dazu gehen wir wieder in unser G-Menü, suchen uns die Triebwerke raus. Ich nehme jetzt mal den Sci-Fi Large Atmospheric Thruster. Ist ein DLC-Item. Ist genau dasselbe wie das ganz normale Atmosphärentriebwerk, das es standardmäßig im Spiel gibt. War jetzt nur irgendwie am schnellsten da und ja. Sieht auch ein bisschen hübscher aus, finde ich zumindest. Also können wir mal gucken. Der ist hier so ein bisschen eher ein bisschen blockiger, während die hier halt so rund sind. Okay. Das funktioniert in dem Spiel übrigens so, dass der Entwickler regelmäßig größere Updates macht. Wir hatten jetzt wie gesagt gerade gestern das Warfare 2 Update, das für alle Versionen des Spiels, also nicht nur als DLC, sondern für jeden, der die Vollversion davon gekauft hat, halt eben verschiedene neue Blöcke zur Verfügung stellt. Bei den DLC ist es so, dass die dann halt eben bestehende Versionen der Blöcke nehmen und dann einfach das nochmal mit einer etwas anderen alternativen Optik dann halt eben nochmal bringen. Also im Grunde genommen kosmetische Sachen. Also sprich, ein paar Sachen sehen halt vielleicht ein bisschen schöner aus. Die Blöcke erlauben mir eventuell das ein oder andere optisch ein bisschen anders zu gestalten oder dem ein bisschen, ja, in einen gewissen Stil zu gehen. Also beispielsweise mehr futuristisch oder mehr in Richtung industriell oder so. Aber die Grundfunktionen sind auf jeden Fall alle im normalen Spiel vorhanden und die DLC machen halt einfach noch ein bisschen optische Varianz. Auf die Art und Weise finanziert der Entwickler die weitere Entwicklung, scheint bisher ganz gut zu gehen. Und ja, Community ist ein bisschen gespalten drüber. Es gibt einige Spieler, die sich darüber beschweren, dass von denen das DLC verkauft werden, andere finden es wieder voll okay. Ich sag's mal so, ich habe da jetzt gar kein Problem mit, auch weil, wie gesagt, mir ist durchaus klar, dass die Entwickler halt auch irgendwas verdienen müssen. Und wenn es dazu führt, dass das Spiel halt eben weiterentwickelt wird und nach wie vor große Updates bekommt, dann habe ich da auch kein Problem damit, irgendwie mal das nochmal mit in Form von einem DLC zu unterstützen. Insbesondere, weil die DLC jetzt auch nicht wirklich teuer sind. Die sind in der Regel irgendwas so um die 3,50 Euro, 3,70 Euro pro DLC. Das ist verschmerzbar. Und dazu kommt, dass sie auch sehr häufig Sales machen, also sprich, es kann durchaus passieren, dass man im Steam Sale dann eine Ultimate Edition von dem Spiel bekommt. Für irgendwas um die, ich glaube, müsste ich jetzt lügen, etwa 20 Euro, je nachdem, was es für ein Sale ist. Und diese Ultimate-Version beinhaltet dann alle DLC, außer den, der zuletzt veröffentlicht wurde. Also wenn man da ein bisschen drauf guckt, kann man da auch einen ganz guten Schnapp machen und kriegt das Spiel und die DLC gleich hinterhergeworfen, ohne dafür wahnsinnig viel Kohle ausgeben zu müssen. Also es ist auch nicht, selbst wenn ihr alle DLCs einzeln kaufen würdet, ist es jetzt auch nicht so, dass es enorm viel Geld wäre. Also es ist jetzt kein Spiel so aller, was weiß ich, irgendwie Train Simulator, wo ihr irgendwie mal gut und gern 10.000 Euro auf den Tisch legen müsst, wenn ihr das Spiel plus alle jemals existierenden DLC dafür irgendwie haben wollt. Also insofern finde ich das jetzt nicht wahnsinnig wild. Aber gut, zurück zu unserem Spielgeschehen. Was tue ich hier gerade? Ich füge unsere Landing Gears einer sogenannten Blockgruppe hinzu. Warum tue ich das? Ganz einfach. Auch Fahrzeuge haben eine Toolbar. Allerdings, im Unterschied zu der Spieler-Toolbar, beherbergt diese Toolbar keine Blöcke, die ich setzen kann, sondern sie beherbergt Blöcke, die im Grid verbaut sind und Funktionen haben. Und ich kann nicht nur einzelne Blöcke auf Toolbar legen, sondern ich kann auch Blockgruppen erstellen und deren Funktionen dann auf die Toolbar legen. Deswegen habe ich jetzt gerade eine Gruppe Landing Gears erstellt und außerdem gibt es jetzt gleich noch eine zweite Gruppe. Habe ich eventuell noch irgendwelche Thruster ausgeschaltet? Nein, habe ich nicht, weil die heißen jetzt anders. Die neuen heißen nämlich Sci-Fi Atmospheric Thrusters. So, dann gibt es hier auch noch eine Gruppe Thrusters. Die brauchen wir nämlich gleich. Und noch eine wichtige Sache.
wenn wir mit Gruppen arbeiten, können wir beispielsweise Dinge, eine Funktion, die wir gleich benutzen, ist Block zwischen An und Aus umschalten. Dann sollten wir aber vorher auch darauf achten, dass alle Blöcke im selben Zustand sind, weil ansonsten die beiden sind gerade an, die beiden sind aus. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Gruppe benutzen würden, würden wir die ausschalten und die anschalten und umgekehrt. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen alle an und alle aus. So, wir sehen jetzt die Toolbar. Wie ihr seht, ist die leer, weil unser Control Seat hat bisher noch nichts in der Toolbar zugewiesen bekommen. Wir haben was im, wir haben unser Character Toolbar etwas drin, wie ihr jetzt seht. Aber im Sitz gibt es nichts. Aber das ändern wir jetzt, indem wir das G-Menü öffnen. Und jetzt kriegen wir eine Auflistung von allen Blöcken, die im, in unserem Droppod drin sind. Also wir können jetzt hier beispielsweise sagen, dass wir den Ore-Detektor an- und ausschalten wollen. Dann können wir sagen, wir wollen das den H2O2-Generator an- oder ausschalten. Wir können sagen, und das ist jetzt der wichtige Punkt, jetzt gehen wir hier auf unsere Gruppen, das waren alles eben nur einzelne Blöcke. Für das Landing Gear, beziehungsweise die Landing Gear Gruppe, möchten wir die Funktion Switch Lock haben. Und für die Gruppe Thruster wollen wir an-ausschalten haben. Ich möchte mal ganz kurz was trinken, weil ich merke, ich kriege schon wieder Frosch im Hals. So, hoffentlich hat es geholfen. So, wenn wir jetzt unsere Thruster anschalten, sollten wir jetzt also in der Lage sein, nach oben zu fliegen. Sind wir nicht, warum? Ganz einfach. Wir sind momentan auf dem Boden gelockt. Sehen wir daran, dass das Landing Gear grün ist. Das Schwarze ignorieren wir, das hat Schaden bekommen, das funktioniert nicht mehr. Also benutzen wir jetzt die Switch Lock Taste, um den Lock aufzuheben. Und ihr seht, wir können fliegen. Ihr habt vielleicht gerade auch bemerkt, dass die Füße kurz gelb aufgeleuchtet haben. Gelb aufleuchten heißt, sie sind bereit, sich wieder irgendwo festzulocken. Also sie sind ich bin nah genug am Boden, dass ich halt eben jetzt das ganze Ding locken kann, damit es nicht wegrollt oder sonst was tut. Ihr merkt vielleicht, Entschuldigung, dass wir ein wenig zur Seite driften. Hintergrund ist, wir haben keine Triebwerke, die nach links oder rechts gehen. Wir können momentan nach oben fliegen. Nach unten fliegen wir nur dadurch, dass wir halt eben sagen, ich gebe kein Gas nach oben. Also drückt die Duckentaste und den Rest macht die Schwerkraft. Und wir können nach vorne und zurück fliegen. Mit Q und E können wir das Ding noch drehen. Das liegt allerdings nicht an den Triebwerken, sondern wie schon in der letzten Folge erwähnt, an den Gyroskopen, die wir eingebaut haben. So, jetzt fliegen wir aber erstmal ein bisschen in der Gegend rum. Wir schauen mal nochmal ganz kurz ins Control Panel rein und gucken mal, ob unser Ore-Detektor auf Maximalreichweite ist. Ist er. Wenn man den baut, startet er aus irgendwelchen Gründen bei 25 Metern. Warum das so ist, weiß glaube ich nur der Entwickler. So, und hier suchen wir uns jetzt erstmal einen kleinen schönen Platz für unsere Basis. Wäre natürlich richtig super, wenn wir das Glück hätten und auch vielleicht direkt ein Eisenvorkommen unter unseren Füßen finden. Das würde einige Dinge nämlich schon nur mal ein bisschen beschleunigen. Apropos beschleunigen, vielleicht nicht zu viel Gas geben, weil hier sind einige sehr entgegenkommende Bäume unterwegs. Mit denen wir vielleicht nicht so innigen Kontakt schließen wollen. Okay. Irgendein Indikator, dass es irgendwo Eisen geben könnte. Im Moment sehe ich gerade nichts. Jetzt nochmal 2-3 Meter weit fliegen, in der Hoffnung, dass sich das ändert. Aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie das ganze Video damit verbringen, irgendwie durch die Pampa zu fliegen, sondern wir wollen ja ein bisschen was geschafft kriegen und vor allem wollen wir auch rausfinden, wie es mit diesem Spiel weitergeht. Also wollen wir unsere eine kleine Basis bauen. So, nochmal rauszoomen. Vielleicht sehen wir irgendwo was. Nein. Gut, dann wird es eine zukünftige Aufgabe für uns werden, Erze zu finden. Im Moment tun wir das nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal runter. Ich kippe jetzt hier gerade ein bisschen, um die Seitwärtsbewegung abzufangen, weil dadurch, dass die Schriebwerke ein bisschen zur Seite kippen, geht das ganz gut. Und dann runter damit. So, die Landing Gears haben gelockt, wir stehen wieder safe. Das heißt, wir können auch die Triebwerke abschalten. Der Ore-Detektor bringt uns gerade eh nichts, weil wir haben ja schon festgestellt, es gibt hier weit und breit kein Erz.
In diesem Sinne wird es mal Zeit, dass wir mit unserer Basis anfangen. Bevor wir das tun, sortiere ich mir jetzt aber mal ganz kurz meine Toolbar, weil so geht das hier nicht weiter. Also wirklich nicht. Ich habe meine erste Toolbar meistens gerne so, dass ich sage, ich habe drei Slots für die Werkzeuge, also den Welder, den Grinder und den Drill. Den vierten Slot halte ich mir dann gern für eine Waffe frei und auf den Slot 5 setze ich dann den ersten Block, meistens leichte Panzerung. Es gibt leichte und schwere Panzerungen. Ihr könnt euch denken, was der Unterschied ist. Leichte Panzerung geht kaputt, sobald irgendwas in die grundsätzliche Richtung furzt und schwere Panzerung hält ein bisschen länger durch. Es gibt hier noch verschiedene Varianten der Panzerung. Deswegen füge ich die gleich mal hinzu. Und ich an der Stelle sollte noch erwähnt werden, dieses kleine Plus, das ihr hier oben rechts seht, zeigt an, dass es sich hier nicht um einen einzelnen Block handelt, wie beispielsweise diesen Interior Wall Block, sondern um eine Blockgruppe. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach den Block hier irgendwo hinsetzen und bevor ihr ihn setzt, dann mit dem Mausrad irgendwie durch die verschiedenen Formen, die diese Blockgruppe bietet, durchscrollen. Also wir sehen, hier haben wir eben verschiedene würfelähnliche. Auf der 6 haben wir jetzt verschiedene rampenähnliche Blöcke oder irgendwas, was grob in die Richtung geht. Wir haben auf der 7 dann alles Mögliche, um Ecken zu verbinden. Aber für den Moment brauchen wir jetzt erstmal einfach ein paar einfache Panzerungsblöcke. Und zwar bauen wir die jetzt im Large Grid, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, um Small Grid zu bauen, wir können kein Small Grid in den Boden bauen und wenn wir nicht in den Boden bauen können, liegt der Block halt einfach nur lose auf und das wäre für unsere Basis ein bisschen, ja, ich sag mal suboptimal. Ich finde, Basen irgendwie haben schon die Eigenschaft, sehr, sehr still und statisch auf dem Boden rumzustehen und sollten vielleicht nicht unbedingt verschoben werden können. So, eine Sache, die wir jetzt uns noch nehmen, ist der ist die Cylindrical Column. Auch das hier ist wieder eine Blockgruppe, hinter der sich viele weitere Blöcke verstecken. Aber im Moment möchte ich die hier mal kurz benutzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht denn der Typ da jetzt für einen Scheißdreck? Wieso stellt er da so ein riesen Phallus-Symbol in die Landschaft? Ganz einfach. Unsere werdende Basis, also gut, im Moment ist es eigentlich nicht viel mehr als ein Steg aus Metallgerüsten, aber unsere Basis wird Strom brauchen. Weil momentan der einzige Strom, den wir haben, ist hier in unserem kleinen Droppod in der Batterie. Blöderweise ist das Droppod nicht mit der Basis verbunden. Also Blöcke müssen tatsächlich miteinander verbunden, also sprich aneinander gebaut sein, damit sie in der Lage sind, Strom zu transportieren. So, und um den Strom jetzt zu kriegen, brauchen wir erstmal vielleicht noch ein paar Interior Plates. Ach, wir haben ja zum Glück mehr als genug. Um unser Türmchen hier noch ein bisschen zu erweitern. Weil wir werden uns gleich hier jetzt einen kleinen Turm aus Windturbinen hinstellen. Warum Windturbinen? Ganz einfach. Die Dinger sind relativ billig zu bauen. Und sie funktionieren immer, weil der Wind im Grunde genommen permanent da ist, bis auf wenige Wetterausnahmen. Im Gegensatz zum Beispiel zur Solarzelle. Die Solarzelle hat zwar auch den Vorteil, dass sie sehr gut Strom produziert, aber die Sonne da bewegt sich. Also irgendwann wird die hier über den Horizont gewandert sein und versinkt dann dahinter, was dann wiederum heißt, wir sitzen hier im Dunkeln und wenn wir jetzt nur auf Solarzellen bauen, hätten wir jetzt nachts keinen Strom. So, wir fangen eine zweite Toolbar an und das erste, was wir haben wollen, ist, ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich will keine Solarzellen bauen, trotzdem nehme ich die Solarzelle hier rein. Warum? Weil es dieselbe Blockgruppe ist, wie eben auch die Windturbine. Das heißt, wenn wir jetzt hier runter scrollen, sehen wir, das ist unsere Windturbine. So, hier kommen gleich noch lustige Dinge, nämlich, die ist optisch zwar nur ein Block breit, aber zum Bauen ist sie drei Block breit. Deswegen haben wir hier unten auch hier dieses kleine Kreuzchen gebastelt, damit wir genug Abstand haben, dass wir unsere Windturbine nämlich schon mal so vorbereiten. Wir haben keine Interior Plates mehr. Okay, dann wird das wohl leider heißen, dass wir gleich wieder zurück an... Ah, okay, hier haben wir noch ein paar. Dass wir nun gleich wieder zurück in irgendein Loch müssen, um uns neuen Stein zu besorgen. So, wir brauchen 8 Motoren. Konstruktion. Jetzt merkt ihr wahrscheinlich schon, es macht keinen Spaß, sich jetzt irgendwie dauernd zu merken, ich brauche jetzt noch 8 Motoren und 20 Construction Components, 24 Girder, 2 Computer, okay, alles andere ist wegen schon verbaut. Aber wenn ihr so vergesslich seid wie ich, habt ihr spätestens bis da unten vergessen, wie viel es genau waren.
Also gibt es einen schönen Trick, und zwar den sogenannten Bildplaner. Das ist das Feature, von dem ich schon mal gesprochen habe, mit dem ein paar Dinge ein bisschen einfacher gemacht werden. Hinweis, das gab es mal nicht. Also in den früheren Versionen des Spiels war es wirklich so, dass man sich merken musste, wie viel Materialien man jetzt irgendwie für was noch braucht. Oder man hat dann einfach auf Proforma halt irgendwie von allem etwas ins Inventar geschmissen und ist so lange hin und her gelaufen, bis der Block dann fertig war. Müssen wir jetzt hier dankenswerterweise nicht tun, denn was wir machen können ist, wir nehmen unseren Welder in die Hand, zeigen auf den Block, den wir jetzt weiter ausbauen wollen. Wir sehen hier rechts, wir haben jetzt die Windturbine im Visier und wir machen einen Rechtsklick. Und ihr seht jetzt, erstens kam die Meldung, wir brauchen noch 8 Motoren, um es weiterzubauen, und zweitens stand hier gerade Components added to Build Planner. Wir gucken jetzt nochmal in unser G-Menü und sehen hier unten rechts diesen Build Planner Eintrag und er zeigt uns eine noch nicht fertige Turbine an. Was wir jetzt tun können ist, wir können hier hinten an den Cargo-Port gehen, halten, in meinem Fall ist es die Shift-Taste gedrückt. Die liegt bei mir liegt halt eben noch Springen drauf, deswegen mache ich da immer so einen witzigen Hopser, aber ist halt so. Und drücken einmal die mittlere Maustaste. Und jetzt wurde hier gerade eingeblendet, all components were successfully put to production. Was jetzt hier passiert ist, wir haben unserem Produktionsgerät, also dem Survival-Kit, gesagt, hör zu, bau mir bitte die und die Komponenten. Und wie ihr seht, macht es gerade auch sehr brav. Jetzt müssen wir leider ganz kurz warten, bis das ganze Geraffel fertig ist. Dauert zum Glück nicht zu lange. Und wir können das jetzt hier alles eintüten, indem wir auf Inventory gehen und uns hier alles einverleiben. Dann können wir jetzt hier hochfliegen und schweißen das Ding fertig. So, theoretisch könnt ihr jetzt auch so es einfach so stehen lassen, aber 77% Fertigstellung und es sind eh schon alle Teile drin, also schweißen wir es ruhig fertig, weil dadurch ist auch gewährleistet, dass unsere Turbine die maximale Haltbarkeit hat. Was wir jetzt allerdings tatsächlich nicht machen, ist hier die sämtliche Stahlplatten, die wir gesetzt haben, fertig zu schweißen, weil das kostet uns im Moment noch ein wenig zu viel. So. Da oben ist eine Windturbine, das heißt, alles, was jetzt hier angebaut wird, bekommt Strom. Einzig Doofe dabei ist das Dropport nicht, weil es nicht verbunden ist. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil das Ding hat eh früher oder später das Zeitliche gesegnet. Je nachdem, manchmal gibt es auch Server-Einstellungen oder auch lokale Spieleinstellungen, die sogar sagen, dass das Ding abgerissen werden soll, wenn man mit einem neuen spawnt. Dann ist es einfach komplett weg, mit allem, was wir dran gebaut haben, wenn wir es verändert haben. Also es ist ohnehin kein Fahrzeug, auf das wir uns jetzt wirklich schön verlassen können. Ich kippe hier gerade übrigens nochmal ganz kurz meine Flasche in den Generator, dass die wieder voll ist. So, wir haben ja noch ein bisschen Stein im Inventar. Das sollten wir dann natürlich auch. Übrigens, wir können hier auch sagen, nicht nur den aktuellen Block anzeigen, sondern alle Blöcke. Und wir schütten den überschüssigen Stein wieder ins Survival Kit. Und das macht uns wieder ein paar Komponenten daraus. So, jetzt ist aber noch so ein bisschen unser Problem, für mehr Zeug brauchen wir auch mehr. Und das Survival Kit ist nicht gerade wahnsinnig effektiv, es kann nämlich nur Stein verarbeiten und nichts weiteres. Und wir wollen ja an den Punkt kommen, an dem wir Erze verarbeiten. Warum? Ganz einfach, weil aus so einem Stein kommt nicht wahnsinnig viel raus. Wenn wir im Grunde genommen so einen Steinteil haben und das durch das Survival Kit jagen, kommt da zwar am Ende des Tages ein bisschen Material bei rum, aber wenn wir beispielsweise ein Eisenerz haben und das verwursten, dann haben wir sofort reines Eisen, wir haben nicht ständig das Kies und die anderen Nebenprodukte, sondern wir haben einfach nur Eisen und das in viel größeren Mengen. Das heißt, je mehr Eisen wir sammeln, umso effektiver werden wir an der Stelle dann auch, weil wir einfach ja, mehr Eisenbarren rausbekommen, schneller Eisenbarren rausbekommen und dann auch logischerweise in der Konsequenz schneller produzieren können. Und wir werden sehr viel produzieren müssen. Also um diesen Schritt hinzubekommen, dass wir jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit mit dem ineffizienten Survival Kit rumarbeiten müssen, brauchen wir erstmal eine Raffinerie. Im Moment haben wir nur die Basic Refinery freigeschaltet. Aber es ist schon mal ein Anfang. Dafür suchen wir uns die hier raus, setzen die schon mal nebendran und wo wir dabei sind, können wir auch gleich den Basic Assembler dazu legen, weil den werden wir dann auch bald brauchen. Weil Hintergrund ist, unser Survival Kit kann erstens, wie ich schon gesagt habe, nur Steine produzieren und zweitens, wenn wir jetzt schauen, was es eigentlich produzieren kann, dann ist bei diesen Komponenten hier Feierabend. Mehr geht nicht. Gut, wir können noch irgendwie die grundlegenden Werkzeuge bauen, aber das war's.
Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, dass in den Atmosphärentriebwerken beispielsweise, da brauchen wir schon Metal Grids und große Stahlröhren, die wir hier nicht herstellen können. Dafür kommt dann der Basic Assembler ins Spiel. Aber auch der braucht Ressourcen. Um die Ressourcen zu kriegen, kommt jetzt erstmal hier eine Basic Refinery hin. Die stellen wir jetzt erstmal einfach da ab. Gucken mal. Ja, wir brauchen viel zu viel von allem. Also geben wir das schon mal in Auftrag. Und stellen fest, das wird jetzt eine ganze Weile lang dauern, beziehungsweise schlimmer noch, der hört wahrscheinlich gleich auf mit der Produktion auf, weil uns schon wieder das Material ausgeht. Das heißt, für uns ab zurück ins Loch. So, also wieder quer mit dem Bohrer durch die Walachei. Und falls es euch jetzt vielleicht auch auffällt, während ich hier gerade rumbohre, wird die Füllstandsanzeige, die über meiner Toolbar liegt, deutlich langsamer voll, als das vorhin noch am Berg der Fall war. Warum? Weil wir am Berg schon direkt auf Stein waren. Hier, könnt ihr mal schauen, wie viel ist denn da drin? Das ist der R64, okay, ist auch nicht so viel schlimmer, aber ja, wir brauchen einfach viel zu viel davon. Das heißt, ein Großteil der Folge wird jetzt wahrscheinlich hier eher buddelnderweise stattfinden. Ich könnte natürlich schauen, dass ich euch das vielleicht dann bei künftigen Minenaktionen vielleicht ein bisschen beschleunige. Dann muss ich dabei aber halt eben auch die Schnauze halten, weil, ja, weiß nicht, ihr wollt jetzt bestimmt auch nichts von Mickey Mouse erzählt bekommen. So, wir haben wieder ein bisschen Stein. Oh. Habe ich wohl ein wenig zu weit gegraben und habe mir selber den Ausgang verwehrt. Gut, ich kann mit dem Jetpack rausfliegen, alles erstmal halb so schlimm. Es sei denn, uns geht der Wasserstoff aus, dann sitzen wir wieder in unserem Loch fest und müssen uns rausbuddeln. Geht auch, aber ja, bisschen ätzend. So, also, rein damit. Mal. Wir haben übrigens noch die Windturbine. Bildplaner, manchmal rafft er das irgendwie nicht so ganz, dass Blöcke fertig sind und nimmt sie dann nicht richtig raus. Das heißt, man muss regelmäßig mal reinschauen, ob er denn auch genug, ob der Bildplaner auch sauber ausgeräumt ist und nur der Block da ist, den wir haben wollen. So, wieder einfach mit dem Schweißgerät in der Hand an den Container, mittlere Maustaste drücken und er lädt alles, was er uns gerade geben kann, ins Inventar. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Nur noch zwei Computer und dann ist unsere Raffinerie fertig. Und hier fällt wieder ein unbekanntes Signal vom Himmel. Mal uns überlegen, ob wir uns das vielleicht noch einverleiben. Und da haben wir die Raffinerie. Wenn wir jetzt hier wieder rumwühlen, ein bisschen Zeug mal, wieder ein bisschen Erde schnappen. Weißt du, Stein, naja. Der nächste große Unterschied zum Survival Kit ist übrigens, die Raffinerie interessiert sich nicht dafür, dass man irgendwie sagen muss, produziere bitte Kies, das macht die automatisch. Sobald die irgendwas sieht, was sie verarbeiten kann, zieht sie sich das direkt und legt los. Das ist jetzt natürlich noch nicht allzu viel, aber ja, wir fangen ja langsam an. So, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist der Assembler. Da kommen wir jetzt gleich zu der nächsten Kuriosität dieses Spiels, nämlich ihr habt bisher ja diese Ports gesehen, mit denen wir irgendwie Dinge benutzen können. Wenn hier so ein bisschen dieser gelbe Rahmen kommt, heißt das, wir können hier irgendwas mit tun. Ja, hier kriegen wir das beispielsweise das Control Panel, wenn wir an das kleine Terminal gehen, hier, wenn wir an den Port gehen, kriegen wir das Inventar. Diese Ports haben aber noch eine weitere Funktion, und zwar erlauben sie, dass Items da durchfließen können. Items, damit meine ich eben beispielsweise unsere Ressourcen oder auch Komponenten. Dazu gehören aber auch Werkzeuge, Flaschen, Waffen etc. Damit wir jetzt eben nicht in die Situation kommen, dass wir unseren Assembler, für den ich übrigens noch Stahlplatten brauche, haben wir noch welche?
Damit wir jetzt nicht in die Situation kommen, dass ich unseren Assembler irgendwie die ganze Zeit von Hand befütter, also sprich, wir schmeißen den Stein in die Raffinerie, warten bis die Raffinerie das Zeug in Barren verwandelt hat, holen die Barren raus und packen die dann in den Assembler rein. Nutzen wir doch lieber das Konzept, dass unser Inventar bzw. unser Cargo-Netzwerk, das wir hier haben, selbstständig in der Lage ist zu entscheiden, wo es seine Items herbekommt, vorausgesetzt es hat eine Verbindung. Diese Verbindung können wir ganz einfach herstellen, indem wir schauen, auch dieser Basic Assembler, wenn wir ihn hier drehen, sehen wir, er hat einen Cargo-Port, also einen Access-Port. Und wenn wir den jetzt so hinstellen, dass der Access-Port eben den Access-Port der Raffinerie abdeckt, dann sind die beiden miteinander verbunden und der Assembler kann sich automatisch die Teile, die er zum Bauen von Dingen braucht, aus der Raffinerie rausziehen. So, nochmal den Bildplaner aktualisieren, dass wir alles, was wir jetzt für unseren Assembler noch brauchen, produzieren. Leider müssen wir nochmal zurück unter die Erde. Ich mache ein bisschen Licht an. Und hole uns noch ein wenig Stein aus dem Boden. So, weil wir jetzt irgendwie ein bisschen effizienter arbeiten wollen, schmeiße ich den gleich direkt in die Raffinerie rein. Wir sehen, die verarbeiten uns, allerdings die Teile haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal das Zeug, machen genau den umgekehrten Weg, gehen zum Survival Kit zurück, stopfen es hier wieder rein und hoffen einfach mal, dass das jetzt reicht. Es reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Ja, das heißt jetzt natürlich wieder willkommen im Dreck. Also wir werden jetzt tatsächlich noch zwei, dreimal im Dreck wühlen müssen, aber ganz, ganz großes Ehrenwort, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall was tun, was uns hier diese Notwendigkeit dieses unerträglich langweiligen Lochdienstes ein wenig nimmt. Also kurzum, da kommen wir mal so vielleicht an den ersten Punkt, wo ich dann auch mal zeigen kann, dass dieses Spiel dann halt eben auch Möglichkeiten gibt, durch Verschalten verschiedener Blöcke, die es so gibt, eben auch Probleme anders zu lösen. Ach, schau mal einer an. Unsere Energie geht auch mal ein bisschen platt. Wie gesagt, das passiert dadurch, dass wir halt eben hier so vor uns hin überleben und unsere Werkzeuge benutzen. So, wieder den Stein verarbeiten. Das ganze Zeug stecken wir ein, packen es wieder rüber. Und können wir uns jetzt auch sparen, weil wir eh keinen Stein mehr reinkippen. So, wieder alles einstecken, was geht. Es fehlen leider immer noch ein paar Teile. Jetzt war ich selber tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie aufgrund der Dunkelheit nicht mehr allzu viel sehe und ich gerade auch selber nicht mehr so genau wusste, wie ich jetzt eigentlich ausgerichtet bin.
Das einzige Schöne in dem Loch ist, da können wir später unseren Keller draus machen, indem wir dann was auch immer tun. Vielleicht einen tiefer gelegten Hangar oder eine. Ja genau, wir könnten eine Tiefgarage reinbauen. Oder eine Produktionsanlage oder ja, vielleicht auch einfach ein Speichersystem, also sprich Ablagecontainer für all die Ressourcen, den ganzen Schrott, den wir hier produzieren. Da gibt es Möglichkeiten. Weil liegen hier noch kleine Steinchen rum, die nehmen wir natürlich alle mit. Hier bleibt nichts übrig, alles wird verwertet. Übrigens mit Tab kann man auch die GUI abschalten und kann sich dann hier so ein bisschen mal so bewegen, wenn man das möchte. Könnte auch ganz besonders interessant dafür sein, wenn wir vielleicht einen kleinen Screenshot machen wollen, um irgendwie dann später noch was für unser Video zu packen. So, hat das jetzt gereicht? Haben wir jetzt alle Teile, die wir brauchen? Das könnte gut aussehen. Und es sieht gut aus. Damit haben wir es in dieser Folge tatsächlich geschafft, unsere erste kleine Produktion an den Start zu bringen. Einfach um das nochmal ganz kurz zu zeigen. Natürlich machen wir das bis mit dem letzten Tropfen Energie, die übrig ist. Wäre irgendwie gelacht, wenn wir jetzt noch nachtanken. So, wir nehmen unseren Stein, packen den in unsere Raffinerie hinein. Die Raffinerie zerlegt uns den und jetzt können wir bei Production auch eine große Stahlröhre produzieren. Und da ist sie. Was wir dann auch brauchen, ist auf jeden Fall Metallgitter. Und da, kommen wir dann zu einem Problem, das eine zukünftige Version von mir haben wird, nämlich... Während die Construction Components nur Eisen brauchen oder die Computer Eisen und Silikon, was wir bisher alles aus Steinen bekommen haben, brauchen die Metallgitter Kobalt. Und Kobalt haben wir nicht und wir wissen auch momentan noch gar nicht, wo welches ist. Also wird es in der nächsten Folge wohl irgendwie darum gehen, wie wir an neue Ressourcen rankommen. In diesem Sinne... Ich hoffe, ihr seid auch dann mit dabei. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, bin ich auch gern für konstruktives Feedback dankbar, wie, was wir hier wie und besser und schöner machen können. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach ein paar Grüße da lassen oder ihr besucht uns auf unserem Twitch-Kanal. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier im Nerdzeitalter.